Hallo, hier ist Terra Express. Wenn sich zwei einfach nicht vertragen können. Er muss immer Recht haben. Nee, er streitet, doch nicht Recht haben. Blut kommt. Wie Anwohnern ihr See vor der Nase weggekauft wird. Hier ist die Grenze. Ja. Okay. Und kaum zu glauben, ein Starfighter auf dem Nachbardach. Nur noch wenige Schritte, dann werden Monika und Rainer Heckel eine Entdeckung machen, die sie nie für möglich gehalten haben. Ich glaube, ich spiele. Das darf ja nicht wahr sein. Ein Nachbar hat sich ein 17 Meter langes Kampfflugzeug aufs Dach gestellt. Für Ehepaar Heckel kommt das einer nachbarschaftlichen Kriegserklärung gleich. Nur einige Meter von ihrem Haus entfernt, im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen, ist es kurz zuvor passiert. Hier hat einer schweres Gerät aufgefahren, um sich seinen lange gehegten Traum zu erfüllen. Hartmut Rehorsch. Langsam, langsam. Der Unternehmer hat einen ausrangierten Starfighter gekauft und herrichten lassen. Jetzt soll der 3,8 Tonnen Koloss sein Firmenflachdach krönen. Auch Nachbar Jürgen Hörmann traut seinen Augen nicht und schlägt bei der Polizei Alarm. Herr Hörmann, bei uns wird gerade im Grundstück gegenüber mit einem Mobilkran ein Starfighter hochgehievt. Das ist Ihnen nicht bekannt. Dann schicken Sie jemanden vorbei. Zwei Polizisten gehen diesem nicht alltäglichen Hilferuf sofort nach. Doch vor Ort erkennen sie keinen Grund, polizeilich gegen das vorzugehen, was Hartmut Rehorsch und seine Männer hier treiben. Zur Freude der Starfighter-Freunde bleibt es also bei einem kurzen, folgenlosen Ortstermin. Haben Sie gesagt, keine Gefahr im Verzug, keine Straftat, Sie gehen wieder nach Hause und das soll das Amt lösen. Bestimmt hat ein Nachbar angerufen. Ja, wahrscheinlich rufen die einmal an. Ein Moment des Triumphs. Nach einer Stunde thront der Starfighter über der Nachbarschaft. Es ist einfach fantastisch. Es ist einfach fantastisch, sowas zu besitzen und auszustellen. Das ist der Traum des Lebens. Ein Traum für Hartmut Rehorsch. Ein Albtraum für viele Nachbarn. Das wollen sie nicht hinnehmen. Krisensitzung im Esszimmer. Da bin ich der Meinung, dass hier die Nachbarn gefragt werden müssen, wenn so eine Veränderung am Gebäude stattfindet. Das ist also wirklich die Tatsache so, dass der Herr Rehorsch wieder mal versucht, uns dann hier etwas aufzudrücken. Der Starfighter auf dem Dach, der bisherige Höhepunkt in einem schon länger schwelenden Streit. Der hat uns ja Tag und Nacht nur noch drangsaliert. Die Nachbarn haben natürlich billige Grundstücke am Rande vom Gewerbegebiet gekauft. Und als sie dann hier eingezogen sind, jetzt soll das Gewerbegebiet natürlich verschwinden. Teilweise bis 23:45 in der Nacht geflext, gehämmert, geschweißt worden. Alles ist zu laut, alles ist falsch, was wir machen. Hat auch dann mit irgendwelchen Weinpräsenten und sonst was da rumgedoktert. Ich denke, dass einfach, ich weiß es nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass einfach der Neid da ist. Der kann 4 oder 5 Autos haben. Das ist mir so vollkommen egal wie nochmal was. Es ist ein klassischer provozierter Nachbarschaftsstreit. Der Mann gibt keine Ruhe. Die Nachbarn sorgen, das kriege ich billiger hin. Für die Ehepaare Hörmann und Heckel ist die Schmerzgrenze endgültig erreicht. Wenn wir hier klein beigehen, was kommt als nächstes? Und tatsächlich, bei ihren Nachforschungen stoßen sie auf etwas, das den Starfighter doch zu Fall bringen könnte. Laut Bebauungsplan dürfen Gebäude in diesem Gebiet nämlich maximal 8 Meter hoch sein. Und sie sind sicher, die Höhe der Halle samt Flugzeug liegt über dieser Grenze. Baurechtlich ist der Fall eindeutig, der Starfighter muss runter. Hartmut Rehorsch möchte das nicht glauben und misst mit einem Lasergerät nach. Das Ergebnis hat Sprengkraft. Im Moment ist die Höhe etwas zu hoch. Das müssen die Juristen entscheiden, was da rauskommt. Sein großer Traum droht zu platzen. Für den Unternehmer wäre es eine bittere Niederlage. Ein Schlachtplan muss her. Nur so scheint er den Triumph seiner Nachbarn noch abwenden zu können. Da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Es ist kaum gefährlich, was das Baurechtsamt jetzt da sagt dazu. Bis zu einer Entscheidung kann viel Zeit ins Land gehen. Bis es jetzt weitergeht, müssen wir abwarten, was sie noch so sich einfallen lassen, die Nachbarn. Wir wissen es nicht. Darum treibt Hartmut Rehorsch eine Idee voran, von der er sich einiges verspricht. Eine Gedenktafel soll aus seinem Flieger ein Denkmal machen.
Sie erwartet, dass das 100 Jahre stehen bleibt, das muss dauerhaft sein. Das ist richtig. Das ist das Optimale dafür. Das nehmen wir mal her, das ist ganz gut. Die Hoffnung des Starfighter-Fans, er hat gehört, dass Denkmäler baurechtlich nicht genehmigungspflichtig sein sollen. Wenn das so wäre, müsste sich das Höhenproblem doch eigentlich in Luft auflösen. Die Tafel könnte also noch zu seinem ganz besonderen Trumpf in diesem außergewöhnlichen Konflikt werden. Für Rehorsch ist der Starfighter faszinierende Technik, für Nachbar Jürgen Hörmann ein umstrittener Jagdbomber. Der Herr Rehorsch hat mit Sicherheit in seiner 2 Jahren Bundeswehrzeit, ich gehe mal davon aus, keinen einzigen erlebt, der hier runtergeflogen ist mit dem Gerät. Anders als Hörmann selbst. Als Gefreiter im Sanitätsdienst musste er miterleben, wie Piloten in den Maschinen ums Leben kamen. Auch andere in der Stadt können sich nicht erklären, warum sich jemand so einen Flieger aufs Dach setzt. Für Susanne Bödecker sagen die Namen, unter denen der Starfighter auch bekannt ist, alles. Nicht umsonst heißt das Ding auch Witwenmacher oder Sargnagel oder die Amerikaner nannten es schlichtweg den schönen Tod. Ende der 1950er Jahre gilt der Abfangjäger mit seiner Spitzengeschwindigkeit von über 2400 Kilometern pro Stunde als Rekordflieger. Doch von 916 Starfightern der Bundeswehr stürzen 269 ab. 116 Piloten kommen ums Leben. Fakten, die Hartmut Rehorschs Nachbarn belasten, ihn selbst als Technikfan aber eher kalt lassen. Die Nachbarn sagen, sie hätten Angst, wenn sie morgens aufstehen und aus dem Schlafzimmer schauen. Denken sie an Krieg, es sei Krieg im Moment und Blut und Tod. Das kann ich nicht nachvollziehen. Für den Hobbypiloten ist der Starfighter schlicht ein Kultobjekt. Im Baurechtsamt Stuttgart steht Kirsten Rickes vor der wichtigen Entscheidung, ob das Flugzeug gegen Vorschriften verstößt und was es mit der Idee als Denkmal auf sich hat. Nun ist für uns das Aufstellen eines Starfighters ja auch nicht so alltäglich, sodass wir tatsächlich da auch erstmal nachprüfen mussten, wie ist so ein Starfighter eigentlich einzuordnen. Also Denkmal ist es nicht. Die Trumpfkarte von Hartmut Rehorsch sticht schon mal nicht. Jetzt befürchtet er, dass sein Traum platzen könnte. Doch dann. Oh, das Laser. Baurechtsamt schreibt, er ist geduldet. Tatsächlich. Bravo, er ist geduldet. Jawohl. Die Begründung der Behörde, der Starfighter gilt nicht als Teil des Gebäudes. Das Flugzeug muss unter den gegebenen Voraussetzungen nicht unterhalb der 8-Meter-Grenze liegen. Die Nachbarn können nicht nachvollziehen, warum das Amt den Jagdbomber als Dachaufbau betrachtet, ähnlich wie eine Antenne oder einen Kamin. Und wieso Herr Rehorsch gegen keine rechtlichen Vorschriften verstoßen haben soll. Es herrscht. Zunächst mal Frust, weil ich einfach sagen muss, wo ist da Recht? Ich denke, er meint vielleicht, dass er gewonnen hat. Dass wir jetzt endlich Ruhe geben, dass er uns jetzt klein bekommen hat. Aber ich denke, da täuscht er sich. Denn in der baden-württembergischen Landesbauordnung haben sie das sogenannte Verunstaltungsgebot entdeckt. Damit wollen sie jetzt versuchen, sich wieder freie Sicht zu verschaffen. Das letzte Wort in diesem Streit ist wohl noch immer nicht gesprochen. In Deutschland gibt es etwa 290 größere natürliche Seen, also solche mit mindestens einem Quadratkilometer Fläche. Fast alle davon befinden sich in öffentlicher Hand. Aber wie gesagt, nur fast alle. Und genau das kann die Idylle am See empfindlich stören. Die Wogen schlagen hoch am Wandlitzsee, rund 30 Kilometer nördlich von Berlin. Seit dieser Mann hier aufgetaucht ist, ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Anwohner beäugen den geschäftigen Neuankömmling argwöhnisch. Denn Werner Becker hat einen Plan, der für Unruhe sorgt. Zum Beispiel bei Carmen Urrutia. Sie leitet ein Freizeitheim für Kinder. Doch möglicherweise gehören Teile ihres Grundstücks längst dem Fremden. Die Gerüchte kochen ja über und die Nachbarn sind aufgeregt. Und das eine Gerücht jagt das andere. Keiner weiß so richtig, was los ist. Ne? Und das geht schon eine ganze Zeit so. Im Jahr 2002 scheint die Welt am Wandlitzsee für die gut 21.000 Anwohner noch in Ordnung. Der See ist in öffentlicher Hand. Noch. Gabriele Füssel ist Sachgebietsleiterin beim Liegenschaftsamt der Gemeinde Wandlitz.
Sie macht sich große Sorgen, denn der See soll verkauft werden. Wir haben ein Problem. Wir brauchen Geld. Geld, um den See vor der eigenen Haustüre rasch selbst kaufen zu können. Sie müssen einen Weg finden, trotz knapper Kassen. Denn nach der deutschen Wiedervereinigung werden ehemals volkseigene Flächen in den neuen Bundesländern veräußert. Auch Flurstücke mit Seen. Die betroffenen Objekte schreibt eine Tochtergesellschaft des Bundes aus. Auch der neue Eigentümer des beliebten Wandlitzsees wird so bestimmt. Wer das höchste Gebot abgibt, erhält den Zuschlag. Allen hier ist klar, die Ruhe über dem See ist trügerisch. Die Stimmung ist sehr schlecht. Der See gehört einfach zu Wandlitz. Und die Wandlitzer sagen natürlich, die Gemeinde muss alles machen dafür. Die Verwaltung muss aktiv werden. Knapp 100.000 Euro kann die Gemeinde selbst aufbringen. Da jeder Euro den Unterschied machen kann, soll ein Spendenaufruf weiteres Geld für den See in die Kassen spülen. Gabriele Füssel kann am Ende mit einer Summe von 106.700 Euro in den Bieterkampf um ihren Wandlitzsee ziehen. Dann heißt es warten. Hoffentlich bietet keiner mehr. Doch genau das passiert. Ein Geschäftsmann aus Düsseldorf zahlt 400.000 Euro und sticht die ostdeutsche Gemeinde aus. Werner Becker ist der neue Eigentümer des Wandlitzsees. Andere Leute kaufen sich ein Flugzeug oder ein Ferrari oder wie auch immer. Ich habe mir einen See gekauft. Beim Düsseldorfer Anwalt steigt die Vorfreude auf das, was er mit seinen 2,1 Millionen Quadratmetern vorhat. Bei den Anwohnern wächst eher die Angst. Anlaufstelle für die Sorgen, die Gemeinde und Gabriele Füssel. Wir haben sehr viele Anrufe, wir haben auch sehr viel Schriftverkehr von Anliegern, ob wir mehr wissen, was der Eigentümer mit dem See vorhat. Dass es nun jemand ist aus den Altbundesländern. Und die Angst wächst natürlich. Was macht der? Was macht er mit dem See? Werner Becker möchte Geld verdienen. Sperren darf er den See dafür aber nicht. Baden und andere private Freizeitaktivitäten sind gesetzlich abgesichert, unabhängig davon, wer Eigentümer ist. Dafür hat der Geschäftsmann die Stege im Visier, die auf seinem Eigentum stehen. So wie den von Hans Jachmann. Seit seiner Kindheit steht sein Steg im Wandlitzsee. Einfach so. Keiner hat sich daran jemals gestört. Doch jetzt soll auf einmal jeder Zentimeter zählen. Ein Teil ist noch auf unserer Seite, nicht? Auf meiner. Und das andere ist auf Herrn Beckers Seite. In vielen solcher Fälle möchte Herr Becker eine gewisse Entschädigung haben. Wer auf seinem Grundstück Pfeiler eingeschlagen hat, soll zahlen. Damit die Anlieger verstehen, dass es sich hier nicht um einen Scherz handelt, hat der Anwalt schon mal Taten sprechen lassen. Eine erste Botschaft des neuen Eigentümers. Ich habe 4 Fälle mir rausgesucht, habe 4 Musterprozesse bei Gericht geführt. Einen habe ich verglichen, die 3 anderen habe ich gewonnen. Mit unterschiedlichen Bezahlmodellen versucht Becker so, für die Privatstege Geld einzunehmen. Auf ein gutes Geschäft hofft er auch mit der Gemeinde. Denn die betreibt das beliebte Strandbad. Samt großzügiger Steganlage. Im Sommer eine echte Attraktion. Auf rund 28.000 Quadratmetern tummeln sich rund 50.000 Besucher pro Saison. Gabriele Füssel befürchtet, dass das Angebot im Strandbad bald weitaus weniger attraktiv ausfallen könnte. Wir haben ganz große Sorgen als Gemeinde. Und wir müssen einfach befürchten, aus dem, was wir bisher gesehen haben von ihm, dass wir vielleicht den Steg nicht weiter betreiben dürfen, keine Bootsverleihe mehr vornehmen dürfen. Ja, dann stehen wir eigentlich vor dem Aus und müssen zumachen. Noch hofft die Gemeinde auf eine gütliche Einigung mit dem Düsseldorfer Geschäftsmann. Doch seine Verhandlungsposition am See wird immer besser. Eine Überprüfung fördert zutage, dass Werner Becker mehr Land gehört, als er selbst gedacht hat. Seit der letzten Vermessung des Sees, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich nämlich einiges verändert. Und davon profitiert er jetzt. Viele sind davon ausgegangen, dass die heutige Uferlinie ungefähr die Grundstücksgrenze darstellt. Doch Vermessungsdaten beweisen, die Wasserfläche ist kleiner geworden. Und somit gehört auch ein weitaus größerer Uferbereich zu Werner Beckers Eigentum.
Es hat sich offensichtlich zu DDR-Zeiten ja kein Mensch drum geschert, wie Grundstücksgrenzen tatsächlich laufen. Das heißt, dass ich im Ergebnis ein Grundstück gekauft habe, was eben weitestgehend von Wasser bedeckt ist, aber nicht zu 100%. Das bedeutet eine weitere Einnahmequelle. Mit seiner starken Position geht Becker jetzt erstmal in die Verhandlung mit der Gemeinde. Deren Vertreter müssen nun in einen sauren Apfel beißen, um das Strandbad noch retten zu können. Hallo, Werner Becker. Grüße Sie. Hallo. Ich meine, Sie kennen meine Position. Dieser Steg steht auf meinem Grundstück und deswegen ist das mein Steg. Es geht einfach nicht, dass die Gemeinde ganz dreist sagt, ich betreibe jetzt mal hier ein Strandbad. Dreist würde ich es nicht bezeichnen. Ja, Entschuldigung, was ist denn das sonst? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder abreißen oder sich einigen. Wie hätten Sie es gerne? Eine Einigung hätten wir gerne. Da kommt es drauf an, welches Angebot Sie uns unterbreiten. Sag ich 100.000, Sie sagen 10.000 und irgendwo. Damit wäre wohl zu rechnen, ja. Ja. Die eine oder andere Weise werden wir schon finden. Das. Okay. Alles klar. Danke, Herr Becker. 60.000 Euro kostet die Gemeinde diese Einigung. Carmen Urrutia weiß noch nicht, was die neuen Grenzen für ihr Kinderfreizeitheim bedeuten. Möglicherweise gehört der Uferstreifen Werner Becker. Nach und nach lässt der Geschäftsmann den kompletten Randbereich neu vermessen. Und hier ist jetzt mein Grundstück. Sie stehen jetzt in Ihrem Grundstück. Alles klar, hier ist die Grenze. Ja. Okay. Und tatsächlich, die 400 Quadratmeter am Wasser gehören ihm und nicht Carmen Urrutia. Sie befürchtet das Ende ihres gemeinnützigen Projekts. Was passiert jetzt? Können wir den Uferstreifen nicht mehr nutzen? Können wir den Steg nicht mehr nutzen? Können unsere Kinder noch baden gehen? All die Sachen spucken uns natürlich im Kopf herum, ne? Ihr ist völlig klar, Geld, um das Land zu pachten oder gar zu kaufen, hat sie nicht. Die letzte Hoffnung setzt sie in ein persönliches Gespräch mit dem Eigentümer Werner Becker. Für mich ist es ein großer Unterschied, ob ich mir jetzt den Eigentümer einer, ich sag mal, 3 Millionen schweren Villa am Nordufer des Sees schnappe und mich da über einen Grundstückswert unterhalte oder ob wir hier eine gemeinnützige Organisation haben, die Kinder was Gutes tut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will von Ihnen kein Geld. Nutzen Sie den Uferstreifen, wie Sie wollen, nutzen Sie den See, wie Sie wollen, bauen Sie sich Stege, wie Sie wollen. Carmen Urrutia fällt ein Stein vom Herzen. Mit den schätzungsweise 200 privaten Stegbesitzern versucht sich der Düsseldorfer Geschäftsmann nach und nach zu einigen. Bei knapp der Hälfte ist ihm das bisher gelungen. Wenn der eine Nachbar seine Garage aus Grundstück vom anderen Nachbarn baut, vielleicht ohne das zu wissen, dann muss man das regeln. Das ist wie bei jedem anderen Grundstück auch, nur dass mein Grundstück eben zufälligerweise im Wesentlichen noch wasserbedeckt ist. Ich bin hier groß geworden in Wandlitz, als kleiner Junge. Da hatten wir hier einen Steg. Und der wird Hans Jachmann samt Erinnerungen erhalten bleiben. Bald vielleicht schon in guter Nachbarschaft zu Werner Becker, der bereits neue Pläne hat. Ich freue mich, hier in absehbarer Zeit ganz herzuziehen. Das ist ein schönes Gefühl. Zumindest für ihn. Wiederholen wird sich eine Privatisierung wie bei Werner Becker wohl nicht. Seit 2009 wurde in Brandenburg kein See mehr öffentlich zum Kauf ausgeschrieben. Na, dann wünsche ich ihm mal, dass er sich an diesem wunderschönen See mit seinen neuen Nachbarn gut vertragen wird. Denn so ein harmonisches Miteinander, das ist ja nicht immer ganz einfach. Jedes Jahr geraten sich tausende Bundesbürger nachbarschaftlich in die Haare. Einer Umfrage zufolge landen schließlich etwa 10% dieser Streitfälle tatsächlich vor Gericht. Aber so weit sollte man es eigentlich überhaupt nicht kommen lassen. Ruhe jetzt! Nach so einer Pfeife wie Sie sind, tanze ich nicht. Mann, noch Meter Quatsch da dauernd dazwischen. Ein Nichts, eine Null bis zum Jedni, ein Versager. Wenn man solche Nachbarn hat, braucht man keine Feinde. Auslöser für den folgenden Streit sollen ein paar Tauben gewesen sein. Sie gehören Horst Rautenberg. Nebenan freut sich Harald Kleinschmidt auf seinen Pflaumenkuchen. Doch das soll die Tauben angeblich einen feuchten Dreck interessiert haben. Und wie der Teufel das will, macht das Klatsch und scheißt mir fast auf, aber wirklich fast auf den Kuchen. Und nicht nur das, denn fast überall sind Harald Kleinschmidt und Horst Rautenberg unterschiedlicher Meinung. Wenn er da draußen gesessen hätte, dann wäre die Markise rausgefahren gewesen. Jetzt haben sie wieder zugemacht. Dann hätte nicht auf den Tisch fallen können. Und
Zudem haben sie auch noch den Kaffeetopf vergessen. Also das ist ein gestelltes Foto, eine gewollte Konfrontation, damit wir endlich wieder mal was haben. 10 Jahre hat er gewartet, endlich mal so ein Foto machen zu können. Ein Streit, der weiter schwelt und bald wieder ausbrechen wird. Tiere als Zankapfel, keine Seltenheit. Vor Gericht auch folgender Fall. Geräusche in einem Garten haben irgendjemanden offensichtlich so stark genervt, dass er schweres Geschütz auffährt. Der Froschbesitzer ist sich sicher. Ein Nachbar war es. Es kommt zur Anzeige. Doch bis zur Gerichtsverhandlung vergeht Zeit. Deshalb bewahrt der Tierfreund seinen Frosch Knötti als Beweismittel auf. Ich hatte eine sehr emotionale Bindung zu diesem Tier. Hab halt jahrelang, war mein Lieblingsfrosch halt. Ne? Aber jetzt hat er hoffentlich seine Ruhe und ist dann im Froschhimmel. Nachweisen konnte man dem Nachbarn die Tat zwar nicht, aber wegen unerlaubtem Waffenbesitz wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Kathi Müller-Lass ist Rechtsanwältin und Mediatorin. Sie weiß, wie schnell Konflikte eskalieren können. Ich streite mich mit dem schon seit Jahren und kann ihn nicht angreifen. Der ist nicht angreifbar. Und jetzt gibt es da was, was dem besonders am Herzen liegt. Dann nehme ich dem das, ne? Und schieße halt querbeet und treffe dann zum Glück einen Frosch, ne? Also manche macht das glücklich. Ja. Mittlerweile gehen die Streitigkeiten zwischen Herrn Kleinschmidt und seinem Nachbarn in die nächste Runde. Neues Thema, der Zaun. Der soll angeblich nicht exakt auf der Grundstücksgrenze stehen. Er muss ja immer recht haben. Er muss immer recht haben. Nee, er streitet, bis Blut kommt. Nein, dann zeigen Sie uns doch bitte Ihr Grenzsteiner. Ich werde Ihnen nicht zeigen, Sie meinen Zaun an. Ja, weil Sie das versetzt haben vorsätzlich. Quatsch an Ihnen, so ein Unsinn. Doch, er behauptet von sich, er ist ehrlich. Dann kann er mir doch bitte seinen Grenzstein zeigen. Herr Kleinschmidt, tut das weh? Was werfen Sie mir dann vor? Gar nichts, dass Sie nicht ehrlich sind. Ein Streit, der auch noch weiter eskalieren wird. Auch anderswo werden Fakten geschaffen, die einem Nachbarn das Leben schwer machen. Familie Winter traut ihren Augen nicht, als sie mitbekommt, dass da jemand vor ihrem Haus eine kleine Mauer zieht. Ich bin durch ein Hackgeräusch wach geworden, bin dann aufgestanden, habe am Küchenfenster geschaut und gesehen, dass halt unsere Nachbarin hier vor unserem Einfahrtstor mit Spitzhacke einen Graben zog. Ein Graben samt massiver Mauer. An einem neuralgischen Ort. Das ist natürlich ein Graus, ne? Weil sie errichten da eine Mauer vor der Einfahrt. Das ist wirklich reine Provokation. Eine Maßnahme, die wohl als etwas Besonderes gedacht ist, als eine Art Strafaktion der Nachbarn. Die hätten sich mit einklinken können. Wir haben den Weg gemeinsam gekauft, wir haben ihn gemeinsam ausgebaut. Die Familie hat sich daran nicht beteiligt. Und kommt mit ihrem Auto hier nicht mehr weg vom eigenen Grundstück. Nein, die bleibt stehen. Die Winters lösen das Problem auf ihre ganz eigene Weise. Sie bauen sich eine neue Einfahrt. Auf der anderen Seite ihres Hauses. In Brandenburg geht der Kampf am Zaun in eine weitere Runde. Herrn Rautenberg nervt das Grünzeug von nebenan. Nein, mein Eigentum bleibt mein Eigentum, das dürfen Sie nicht beschädigen. Na los, machen Sie eine Klage, Herr Kleinschmidt, machen Sie eine Klage. Sie wieder über den Zaun, was Sie da abreißen. Weil Sie gewalttätig sind, ist auch Ihr Dreck hier. Haben Sie gesehen, schmeiß doch rüber bei mir. Naja, ist doch Ihr Dreck, wächst doch von Ihnen. Das ist doch bei Ihnen dran und nicht bei mir. Aber das ist Ihre Pflanze, Mensch, haben Sie da extra hierher gepflanzt, nur um Spannung zu schaffen, weiter nichts. Warum macht er so was hier, was soll denn das? Das wächst hier rüber. Wenn als mein Knödrich da gewachsen ist, hat er Riesentheater gemacht. Aber er pflanzt diesen wilden Wein, der keinerlei Bedeutung hat, der nur Spannung schaffen soll. Ich soll mich wieder ärgern, soll den kaputt reißen, damit er endlich wieder Dampf ablassen kann. Kein anderes Thema. Das letzte Wörtchen ist hier aber immer noch nicht gesprochen. Emotionen, die schnell mal hochkochen, sind auch beim Fußball oft im Spiel. Nur im Stadion die Liebe zum eigenen Verein demonstrieren, das reicht vielen Fans nicht. Doch nicht jeder Nachbar mag so eine flatternde Fanfahne. Es nervt den ganzen Sommer. Wenn im Winter die Fahne drin ist, sitzt im Winter keiner draußen. Ergo nur dann zur schönen Sommerzeit, wenn man es genießen könnte, flattert einem eine Fahne vor der Nase.
Diese Anschuldigung wertet BVB-Fan Peter Zecher als klares Foulspiel zwischen Nachbarn. Denn als er andere Fahnen aufgezogen hatte, gab es nicht gleich die rote Karte von nebenan. Erst mit der schwarz-gelben kam der Ärger. Walter Hönneknövel will sein Problem mit Nachbarsfahne möglichst schnell von offizieller Stelle klären lassen. Weil es für mich nichts mit ihm zu besprechen gibt. Das ist Angelegenheit der Stadt Thema, weil ich davon ausgehe, das ist Werbung. Bei der Bauaufsicht reichte deshalb Beschwerde ein. Amtsleiterin Judith Feldner. Wir haben das dann geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es zunächst ein Fahnenmast ist, der genehmigungsfrei ist. Den kann jeder in seinen Garten stellen. Und dass die Flagge, die daran hängt, keine Werbeanlage im Sinne der Bauordnung ist. Die Flagge darf also hängen bleiben, vorerst. Insofern hat die Stadt Thema ja auch darüber befunden, hat gesagt, es ist keine. Und deshalb streiten wir uns. Für Fahnenbesitzer Peter Zecher steht fest, wenn nötig, geht er in diesem Spiel juristisch in die Verlängerung. Ich werde so bestärkt von außen, dass ich durchhalten soll und ich ziehe das jetzt durch. Ein weiterer Vorstoß des Nachbarn vor Gericht ist mittlerweile auch abgelehnt worden. Der Expertenrat. Also wird das Problem weiterhin bestehen, bis die beiden mal miteinander reden und klären, wo liegt jetzt eigentlich das Problem? Von einem Problem ist hier in Bochum bei Christine Hinz-Hartwig und ihrer Familie auf den ersten Blick nichts zu sehen. Aber leider zu riechen. Und wie? Es ist einfach ärgerlich und schade, weil man macht und tut hier im Garten und kann sich eigentlich nicht viel aufhalten, weil es einfach vom Geruch nicht geht. Die Quelle des Übels befindet sich gleich hinter der Hecke. Hier bietet sich Christine Hinz-Hartwig ein Bild des Grauens. Ein Zustand, der ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Alles Müll, Gerümpel, leider nicht nur Gerümpel, sondern richtig Essensreste, halt was man im Supermarkt findet, palettenweise. Also ob Palettenjoghurts, die einfach schon, die laufen schon weg. Die haben halt schon Beinchen bekommen, es ist einfach so. Trotzdem sind der Stadt Bochum erstmal die Hände gebunden, wie Pressesprecher Thomas Sprenger erklärt. Wir haben nur begrenzt Handlungsmöglichkeiten. Das ist das Problem, das man eben halt hat. Wir bewegen uns hier auf privatrechtlichem Grund. Die Stadt kann nur eingreifen, wenn zum Beispiel durch organische Abfälle eine Gefahr droht. Der Hausrat, die Altautos, die stehen da in diesem Garten, auf diesem Grundstück. Und da dürfen sie auch stehen. Das ist natürlich die Katastrophe. Die andere Frage ist, wenn jetzt die Mandanten zu mir kämen, was kann man da machen? Solange die nicht wesentlich beeinträchtigt sind vom Nachbargrundstück, erstmal nicht viel. In Brandenburg sorgt derweil ein Dachschaden für mächtig Ärger. Es fehlt etwas von Kleinschmidts Schuppen. Das Dach ragte ein paar Zentimeter auf das Grundstück von Nachbar Rautenberg. Der fackelte nicht lange und sägte den überstehenden Schiefer kurzerhand ab. Er wollte ihn ja selber abschneiden, hat er das aber nicht gemacht. Der Schiefer musste abgeschnitten werden. Ich habe ihn aufgefordert, den Schiefer abzuschneiden. Die Garage kommt. Hat er nicht gemacht? Na ja, haben wir das gemacht. Sieht nicht schön aus. Warum ist das denn nur der Schiefer? Mann, Meter, was ist denn der Schiefer wert? 3,50. Das spielt keine Rolle. Es geht um Prinzip. Klauen oder nicht? Komm her, ich geb dir 3,50. Dann bist du zufrieden? Rautenberg, von Ihnen nehme ich nicht 3,50. So einen extrem eingefahrenen Nachbarschaftsstreit zu schlichten, das hält selbst die erfahrene Mediatorin für unmöglich. Keine Chance, denke ich. Die können nicht miteinander. Es gibt halt Menschen, die können nicht miteinander. Und ich denke, das ist bei den beiden so. Ja. Oh je! Yes. So nach Pfeife wie die sind 20 nicht. Mann, oh Meter, Quatsch da dauernd dazwischen. Ein Nichts, eine Null bis zum Limit. Tja, Nachbarschaft kann halt ganz schön kompliziert sein. Das war Terra Express für heute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.